Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Fitnessfreunde. Hier ist wieder euer Skudos und willkommen zu einem neuen Vlog. Und meine Erkenntnis des Tages ist, ich muss auf jeden Fall, glaube ich, wieder einen Termin beim Friseur machen. Die Haare sind einfach mittlerweile, glaube ich, zu lang. Oder vielleicht sollte ich sie noch ein bisschen länger wachsen lassen. Gerade habe ich die zweite Oberkörpertrainingseinheit für diese Woche beendet. Wie gesagt, dreimal die Woche versuche ich jetzt den Oberkörper zu trainieren, zweimal die Woche die Beine. Und bis jetzt klappt alles sehr gut. Ich bin recht zufrieden. Es ist nicht so schlimm wie erwartet. Wie gesagt, kaum Muskelversagen da, außer jetzt für einzelne kleine Muskelgruppen. Aber ansonsten ein sehr gutes Muskelgefühl. Kommen wir aber zur interessanten Frage, die sehr oft gestellt wird, nämlich wie oft kann man und wie oft sollte man trainieren und wie sollte man entsprechend seinen Trainingsplan gestalten. Same story, every time and every place. Kann man theoretisch jeden Tag trainieren, lautet die Frage. Oder wie oft soll ich am besten in der Woche trainieren? Oder auch anders gesagt, ist es okay, wenn ich 4, 5 oder 6 Mal die Woche trainiere? Das sind so Fragen, die mir einfach sehr oft gestellt werden. Und ich möchte in diesem Video ein bisschen mehr auf diese Frage eingehen und euch ein bisschen näher bringen, wie man quasi für sich selber die Trainingsfrequenz bestimmen kann. Es gibt eine Sache, die euch bewusst werden muss. Erfolg im Training ist immer eine Kombination zwischen Trainingsintensität und Regeneration. Das heißt also, je härter ich trainiere, desto mehr Regeneration braucht mein Körper. Je weniger härter, in Anführungsstrichen, ich trainiere, oder anders gesagt, je weniger intensiver ich meinen Körper belaste, umso weniger Regeneration braucht mein Körper. Es ist also quasi im Endeffekt eine sehr individuelle Sache. Um euch das Ganze so ein bisschen näher zu bringen, hier mal ein kleines Beispiel. Es ist ein großer Unterschied, ob ich ins Training gehe und zum Beispiel mit wenig Gewicht sehr viele Wiederholungen mache, einer bestimmten Übung, also Wiederholungen im Sinne von 30, 40, 50, 60 oder mehr Wiederholungen, und es ist was anderes, wenn ich ins Training gehe, dafür ein schweres Gewicht benutze und eher weniger Wiederholungen mache, also zum Beispiel alles von einer Wiederholung bis, sagen wir mal, so 12, 15, maximal 20. Wenn ich sehr viele Wiederholungen mache, also quasi in diesem Kraftausdauerbereich arbeite, dann belastet das Ganze das zentrale Nervensystem des Körpers nicht so sehr, wie wenn ich mit sehr viel Gewicht arbeite und entsprechend weniger Wiederholungen. Das heißt also, bei der ersten Variante kann ich theoretisch schon am nächsten Tag nochmal ins Training gehen und genau nochmal dasselbe, also dieselbe Übung machen wie am Tag zuvor. Bei der zweiten Variante wird das Ganze natürlich schwer, wenn ich am Tag vorher alles gegeben habe. Also quasi bis ans Muskelversagen trainiert habe. Es geht also im Endeffekt darum, wie sehr belaste ich mein zentrales Nervensystem und wie viel Zeit gebe ich ihm entsprechend auf der anderen Seite zur Regeneration. Da wir jetzt aber natürlich alle Muskeln aufbauen wollen und im Kraftausdauerbereich man natürlich nicht wirklich sehr viel Muskeln aufbauen kann, weil man einfach komplett andere Muskelfasern anspricht, müssen wir natürlich im Endeffekt in unserem Wiederholungsbereich bleiben. Also sprich alles so im Sinne von 6 bis, ich sag mal, 12 Wiederholungen. Das ist so dieser Hypertrophie-Muskelaufbaubereich. Und da trainieren wir auch mit entsprechendem Gewicht. Bleiben wir also immer noch bei der Frage, kann man also theoretisch jeden Tag denselben Muskel trainieren? Und die Antwort lautet natürlich auf jeden Fall, ja, das ist möglich. Allerdings natürlich, wenn wir mit einer bestimmten Intensität trainieren. Auch hier wiederum ein kleines Beispiel. Sagen wir mal, ihr trainiert eure Brust und macht 10 Sätze mit irgendeiner Übung. Und in all diesen Sätzen mit 8 bis 10 Wiederholungen holt ihr bei jedem Satz wirklich alles raus. Also ihr trainiert quasi immer bis zum Muskelversagen, bis ihr das Gewicht nicht mehr bewegen könnt. Ihr habt also jetzt in diesem Moment mit einer sehr hohen Intensität trainiert. Das heißt also, euer Körper wird sicherlich nicht in der Lage sein, morgen oder übermorgen nochmal dieselbe Muskelgruppe mit denselben Übungen genauso intensiv zu trainieren, wie ihr es 2, 3 Tage vorher gemacht habt. Natürlich könnt ihr es ausprobieren und es auch machen, aber ihr werdet sehr schnell merken, nach spätestens 2 bis 3 Wochen fallt ihr schon in eine Art Übertraining und euer Körper wird sich natürlich entsprechend wehren. Sei es, weil einfach ihr schwächer werdet, oder sei es auch, weil ihr einfach zum Beispiel krank werdet. Auf der anderen Seite, wenn ich jetzt natürlich wiederum bei der Brust bleibe, dieselben Übungen mache, auch hier wiederum 10 Sätze, aber sagen wir mal mit einem Gewicht, wo ich zum Beispiel maximal 15 Wiederholungen schaffe, aber im Training nur
maximal 8 bis 10 Wiederholungen mit diesem Gewicht mache, ich enthalte quasi im Körper die letzten 3, 4, 5 Wiederholungen, dann brauche ich natürlich nicht mehr so viel Regeneration. Mein Körper regeneriert sich viel schneller und theoretisch kann ich also am nächsten Tag wieder meine Brust trainieren. Natürlich wiederum im selben Muster. Das heißt also, ich verwehre dem Körper Wiederholungen, ja. Anstatt also all out zu gehen, enthalte ich 2, 3, 4 Wiederholungen. Entsprechend wird quasi das zentrale Nervensystem nicht so krass belastet. Ich fahre die Intensität sozusagen runter. Mein Körper regeneriert viel schneller und ich kann einfach viel schneller wieder dieselbe Muskelgruppe trainieren. Und entsprechend kann ich dann auch meine Brust 2, 3 oder sogar 4 Mal die Woche oder sogar auch 7 Mal die Woche, denn es gibt auch Trainingssysteme, wo man wirklich jeden Tag trainiert, trainieren. Die Frage lautet einfach im Endeffekt, die ihr euch stellen solltet, wie intensiv trainiert ihr? Dass man jetzt aber natürlich Wiederholungen den Körper verwehrt, dass ich also quasi da aufhöre, wo ich eigentlich mehr machen könnte, heißt natürlich nicht, dass es nicht genauso effektiv oder vielleicht sogar effektiver für euch sein kann, wie wenn ihr quasi immer all out geht. Denn bedenkt, im Endeffekt, wenn ihr weniger Wiederholungen macht, als ihr machen könntet, aber dafür öfters ins Training geht, erhöht ihr quasi im Endeffekt irgendwo auch das Gesamtvolumen. Als kleines Beispiel, sagen wir mal, ihr hattet vorher einen Trainingsplan, wo ihr, bleiben wir einfach bei der Brust, einmal die Woche eure Brust trainiert habt. So, in diesem einen Tag habt ihr 15 Sätze für die Brust gemacht. So, wenn ihr jetzt auf der anderen Seite aber zum Beispiel dreimal eure Brust trainiert, weniger Gewicht, weniger Intensität, habt ihr aber vielleicht am Ende der Woche 20 oder 25 Sätze geschafft. Das heißt also, ihr habt mehr Volumen, könnte also theoretisch vielleicht sogar effektiver sein, als dieses eine Mal, wo ihr einfach alles aus eurer Brust rausholt. Ob das Ganze jetzt wirklich effektiver ist, vor allem für euch, denn hier wiederum, es ist immer wirklich eine individuelle Sache, müsst ihr natürlich für euch herausfinden. Ich kann euch einfach nur empfehlen, es einfach mal auszuprobieren, also verschiedene Varianten auszuprobieren. Denn meiner Meinung nach bringt im Endeffekt einfach nur die Variation, also den Körper mit verschiedenen Trainingsmöglichkeiten zu bombardieren, im Endeffekt den Erfolg. Also nochmal ganz kurz zusammengefasst. Theoretisch könnt ihr jeden Tag trainieren, aber das hängt immer davon ab, wie intensiv ihr trainiert und natürlich auf der anderen Seite, wie gut euer Körper sich regenerieren kann. Ja, auch die Regeneration ist eine individuelle Sache. Denkt immer dran, Regeneration bedeutet nicht, ich gehe nicht ins Gym, sondern die Frage ist, was mache ich in der Zeit, wo ich nicht trainiere? Belaste ich mich vielleicht mit anderen sportlichen Aktivitäten? Belaste ich mich vielleicht mit einer Arbeit, die ich habe, wo ich körperlich aktiv sein muss? Belaste ich meinen Körper mit unnötig viel Stress? Stress auf der Arbeit, Stress in der Schule, Stress allgemein im Leben, wie auch immer das aussehen mag. Das heißt also, nur weil ich einen Plan mache, den vielleicht mein Kollege auch macht und er super bei ihm funktioniert, bedeutet es nicht, dass dieser Plan genauso gut bei mir funktionieren wird. Als ich gerade eben raus bin, habe ich gesehen, dass ein kleines Päckchen in meinen Briefkasten gequetscht war. Und jetzt frage ich mich, was ist das? Hier mal wieder mein Mittagessen, jetzt gerade direkt nach dem Training. Ich habe jetzt wieder hier eine Menge schöne Erdbeeren mit Haferflocken und Whey-Protein. Und das Ganze mit ein paar Erdnüssen, 30 Gramm. Das sollte jetzt erstmal reichen, um mich für die nächsten knapp, also 6 Stunden satt zu machen. So Freunde, von meiner letzten Bestellung habe ich ein paar Sachen mehr bestellt, als ich eigentlich gebraucht habe. Und hier sind die Sachen unter anderem, was es zum Beispiel demnächst, also quasi ab nächsten Monat unter allen Teilnehmern oder unter allen Abonnenten meines Newslettern, beziehungsweise Newsletters, wollte ich sagen, zu gewinnen gibt. Unter anderem dieses geile Handtuch hier fürs Training. Kann ich echt nur empfehlen. Ich finde das oberst geil. Aber auch so Sachen wie Vitamin D3, ganz wichtig, Omega-3 Caps oder auch zum Beispiel Zink und vieles, vieles mehr. Und wir nähern uns auch dem Ende dieses Videos. Diesmal ein bisschen kürzer als sonst, aber denke ich mal, ist auch nicht schlecht. Ich hoffe, ich konnte euch ein paar wichtige Informationen mitgeben, was Trainingsplanung angeht.
ihr müsst halt akzeptieren, dass alles sehr individuell ist und man kann leider in diesem Sport, leider, wirklich leider, weil die meisten von uns suchen nach diesem einen idealen Weg. Man kann halt leider nicht alles pauschalisieren und der beste Weg ist immer noch der eigene Weg. Um den rauszufinden, muss man leider wirklich sehr viel experimentieren. Aber ich denke, es kommt auch wirklich auf dieses Experimentieren an, weil genau das ist das, was am Ende den Erfolg ausmachen wird. Vieles funktioniert, vieles eher weniger, vieles funktioniert eine Zeit lang, danach funktioniert es nicht mehr und so weiter und so fort. Na gut, wie dem auch sei, ich werde jetzt nochmal ein bisschen das Video hier schnell zu Ende schneiden und dann werde ich wahrscheinlich noch ein bisschen vom Fernseher chillen. Vielleicht esse ich nochmal kurz noch was, ich muss gucken, was meine Kalorien noch so sagen für heute, ob ich noch was übrig habe. Ansonsten, das war's von mir. Nächste Woche gibt es eine kleine Überraschung. Seid auf jeden Fall gespannt. Und nicht vergessen, anmelden für den Newsletter. Vergesst euer Like nicht, wenn euch das Video gefallen haben sollte. Ich schätze immer eure Kommentare. Das war's von mir. Danke fürs Zuschauen. Bis demnächst. Sagen wir mal, ihr habt ungefähr einen Körperfettanteil von 16%. So, und ihr geht jetzt runter auf 12. Die Wahrscheinlichkeit, dass ihr hier auf irgendeine Art und Weise großartig Muskeln verlieren werdet, ist gleich 0. Solange ihr natürlich